Schönen guten Tag. Hier ist wieder euer Bert Wollersheim. Selbstverständlich mit einem guten Martini. Eigentlich das billigste Schwefelgesetz, Sangria aus der Pappe. Wir trinken Sangria. Bitte richtig aussprechen, Herr Wollersheim. Sangria. Billiges Gesetz mit Schwefel drin. Und Sangria. Und, was gucken Sie denn Schönes, Herr Wollersheim? Gucken Sie Trash? Gezwungenermaßen gucke ich mir Müll an. Bachelorette. Dazu gibt es ein gutes Wein, Sangria. Ein gutes Wein mit purem Schwefel. Das ist so verschwefelt, das besteht aus Schwefel. Eigentlich ist es Schwefel mit roter Farbe, was ich hier trinke. Und ab und an gönnt man sich ja im reichen Luxus, ne? Etwas Gehobeneres. Das ist übrigens pures Gold, ihr Nullen. Pures Gold. Schade, dass ich heute meinen Ring nicht dabei habe, den ich die letzten Tage zu Hause getragen habe. Ring, Männer mit Ringe sind geil. Ja. Tragt jetzt bitte alle Ringe. Da möchte man sich da drauf einen runterholen. Es geht auch nichts über ein gutes Glas. Sangria? Zum Abend. Und man muss dabei so da sitzen, um den Reichtum zu präsentieren und zu unterstützen. Ich wirke doch auch gänzlich reich. Schaut euch mal diesen Pullover an. Das ist pures irgendwas. Hier nur ein wunderbarer Stoff. Ja, edler Stoff. Von Deutsche und Cabana. Und, es gibt Leute, die machen sowas. Und nachher gehe ich auf meine Yacht. Versace? Ja, und nachher gehe ich auf meine Yacht. Und trinke noch ein zweites Gläslein. Aus dem Martini-Glas. Frischer Sangria. Mit dem Versace-Pulli. Dem Chanel-Schlüpfer. Und um Nacken. Und eine deutsche Cabana-Uhr, die gerade nicht an ist. Da ist. Ja, meine edle Titanuhr, die ich zu Hause gelassen habe, besitze ich natürlich auch. Ich führe ein ziemliches Luxusleben, weil ich es kann. Ich bin beim reichen Hause gut situiert aufgewachsen. Gehobener Mittelstand. Und aus diesem gehobenen Mittelstand habe ich mir ein Imperium aufgebaut, wo ich es mir dann leisten kann, jeden Tag einzutrinken. Man muss es natürlich schwenken. Dadurch kommt geschüttelt, nicht gerührt. Dadurch kommt Spiritualität ins Glas. Da ist die Spiritualität, seht ihr sie? Seht ihr sie? Ist wirklich so. Sie ist da. Wenn man Wasser sich um Rundungen bewegen lässt, anstatt über eckige Rohre, ist Wasser gesünder. Und deswegen macht mich der Wein gesund. Und ich sage euch, warum Wein euch gesund macht. Da ist nämlich OPC drin. Eines der gesündesten Stoffe ever. Und deswegen bin ich so gesund. Ich sehe 10 Jahre jünger aus, als wie ich bin. Ich peile ein Minimumalter von 160 Jahren an. Und werde jeden Tag Minimum Wein, ne, selbstverständlich. Und werde jeden Tag Wein trinken, weil OPC die Zellen strafft, das Blut verdünnt, Vitamine an jeden Ort transportiert und mich einfach viel gesünder und jünger macht. Da ich OPC in der Kapsel nicht verkrafte, muss ich es halt über würdevollere Wege. Würdevoll mit Alkohol. Zu mir führen, das ist ein Nebenprodukt, das ist durch Zufall entstanden, weil es so lange in der Sonne haben stehen lassen, aber eigentlich ist es OPC-Saft. Gesunder OPC-Saft. Trinken Sie, Herr Zielführer. Ja. Und genießen Sie. Genießt und macht meinen gesunden und vor allen Dingen reichen Lifestyle nach. Jeder kann reich werden, das ist ganz einfach. Und man muss es nur wollen und dann sich die Informationen holen. Und esst jeden Tag Wildkräuter und trinkt Wein, damit die Wildkräuter besser verarbeitet werden durch das OPC, das es dann in jede Körperritze bringt und eure Zellen strafft und freie Radikale tötet und so weiter und so fort. Prost, Prösterle! Jetzt verabschieden wir uns von unserer gehobenen Kundschaft. Ich hoffe, ihr saßt alle mit Smoking und Krawatte vor diesem YouTube-Video und habt das im richtigen Stil euch angeschaut. Ihr habt es genossen. Naja. Wenn ihr jetzt noch einen Wein in der Hand habt, nehmt jetzt ein Glas und holt euch das billigste 2-Euro-Gesöff, also Hundenetto und vier Schwefel drin und nehmt so euer OPC zu euch. Das ist kein Scherz, das weiß ich von Robert Franz, lest jetzt sein Buch OPC, das Fundament menschlicher Gesundheit. Da sind tatsächlich Angaben darüber drin, wie viel OPC auch ein Wein ist. Man kann es auch als OPC-Pulver essen oder als Weintraubenkerne kauen.
Alles mögliche, OPC, Chili-Quellen gibt es auch im Weißbaum und so weiter. Ich nehme es halt nur würdevoll ein. Und jetzt, tschüss, ich habe noch zu tun, ich bin reich. Schirino!